Susi Mittermeier ist eine am 5. August 1950 geborene deutsche Weltcup-Skirennläuferin. Viele Menschen sind gespannt auf das Privatleben ihrer Lieblingspersönlichkeiten, daher sind Susi Mittermeiers Eltern das meistgesuchte Thema im Internet. Wer nach dem Namen des Vaters von Susi Mittermeier sucht, weiß nun, dass der Vater von Susi Mittermeier Heinrich Mittermeier ist. Der Name der Mutter von Susi Mittermeier ist unbekannt. Über die Mutter von Susi Mittermeier gibt es nicht viele Informationen. Skilegende Susi Mittermeier ist mit 72 Jahren einem Krebsleiden erlegen. In einer emotionalen Traueranzeige hat ihre Familie nun Abschied genommen. Dabei zitierte sie eine Passage aus dem berühmten Buch Der kleine Prinz. Es sind Worte, die ans Herz gehen. Nach dem Tod von Skilegende Susi Mittermeier hat ihre Familie mit einer emotionalen Traueranzeige Abschied genommen. Mittermeiers Ehemann Christian Neureuther und die gemeinsamen Kinder Amelie und Felix Neureuther haben dafür eine Passage aus dem berühmten Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry gewählt. Die Zeilen sollen offensichtlich zum Ausdruck bringen, dass Mittermeier auf ein erfülltes und glückliches Leben blickte und auch mit ihrer schweren Krankheit tapfer umging. In der zitierten Passage heißt es: „Hast du Angst vor dem Tod?“, fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich habe doch gelebt. Ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.“ Darüber hinaus finden sich in der Traueranzeige, die unter anderem in der Süddeutschen Zeitung und im Merkur veröffentlicht wurde, auch rührende Zeilen eines Dankliedes der Volksmusikgruppe Intalersinger. „Danken für an jeden Tag, der uns gesund ist geschenkt. Danken für a jede Freud, wo man's wohl bedenkt“, heißt es darin. Mittermeier war am vergangenen Mittwoch gestorben. Die Skirennfahrerin, die viele seit ihrem Doppelerfolg bei den Olympischen Spielen 1976 auch Goldrosi nannten, starb zu Hause im Kreis ihrer Familie.